Okay, jetzt steht nächste Woche in Köln, in deiner Heimat, das DFB-Pokalfinale auf dem Programm. Ein Tipp? Also ich tippe 3-1 für Duisburg, weil ich Duisburg als haushohen Favoriten sehe. Glaube aber auch, dass jede Menge Brisanz in dem Spiel sein wird, weil, wie man ja schon weiß, sind über 18.000 Karten verkauft. Jena steht das erste Mal im Pokalfinale. Es ist das erste Mal ein eigenes großes Event für den Frauenfußball, ein eigenes DFB-Pokalfinale in Köln. Es wird eine Riesenstimmung sein. Ich denke, dass das auch Mannschaften wie Jena motiviert. Duisburg geht als Favorit rein. Ist natürlich auch immer ein gewisser Druck, der damit spielt. Die müssen gewinnen. Jeder erwartet das. Ich denke, es wird ein tolles Spiel. Und mein Tipp ist, dass Duisburg als Sieger vom Platz gehen wird. Ich habe sogar die Information, dass mittlerweile schon fast 20.000 Karten verkauft sind. Ja, ich wusste jetzt nicht ganz genau. Ja, ist ja auch nicht schlimm. Ja. Ich wollte jetzt nur auf Folgendes hinaus. Ich denke einfach mal, wenn sich das so entwickelt, könnte das Ganze ja in Köln zu einer dauerhaften Einrichtung werden. Ja. Viele hatten ja Bedenken davor, haben gesagt, Mensch, Berlin, dann muss Berlin bleiben. Aber ich denke einfach mal, die Entwicklung in Köln ist ganz gut und ich denke, ihr würdet euch auch besonders darüber freuen. Also ich würde gar nicht sagen, dass die Entwicklung in Köln nur ganz gut ist. Ich finde, die Entwicklung in Köln verläuft sehr gut. Wir alle sind froh, dass der Frauenfußball ein eigenes Pokalfinale hat, als eigenes Event, weil in Berlin halt schon dieser Vorspielcharakter immer wieder irgendwo durchkam. Die Zuschauer waren nicht unbedingt wegen dem Frauenspieler, sondern eigentlich wegen den Männerspielen. Jetzt in Köln ist es so, dass über 18.000 Karten verkauft sind nur für das Frauenspiel und für ein Vereinsspiel. In Deutschland ist das wahnsinnig viel. Das gab es noch nie in Deutschland. Der europäische Rekord liegt bei 24.000 irgendwas. In England, London gegen Leeds United beim Pokalfinale 2008, glaube ich. Und ich denke, dass mit dem Tageskartenverkauf wir diesen Rekord knacken können. Das ist ein wahnsinniges Erlebnis für die Stadt Köln. Das wird ein wahnsinniges Erlebnis für die beiden Mannschaften, die dort spielen werden. Und drumherum bietet die Stadt Köln natürlich auch noch viel. Es wird ein großes Familienfest geben. Von 12 bis 16 Uhr, wo wirklich massenhaft Menschen angezogen werden mit verschiedenen Attraktionen, unter anderem von der Stadt Köln, vom DFB, aber auch vom Verband oder anderen Sponsoren, die sich dort darstellen können. Und dementsprechend wird es einfach ein richtig tolles Highlight zum Abschluss der Frauenfußball-Bundesliga-Saison. Also mein persönlicher Tipp ist, wir kriegen die 30.000 voll. Also einen Tipp möchte ich jetzt nicht abgeben, das wäre schön, das wäre ein Wunschgedanke, denke ich. 25 gehe ich auch von aus. Also ich gehe davon aus, dass wir den Rekord knacken, den europäischen. Okay, dann freue ich mich darauf, dich nächste Woche in Köln wiederzusehen. Gerne.